Ein gutes, frohes und gesegnetes neues Jahr 2021 wünsche ich Ihnen und dir von Herzen. Schön, dass Sie da immer noch dabei sind. Schön, dass du immer noch dabei bist. Wir sind weiter dabei, uns durch das Matthäusevangelium durchzubewegen. Ich werde auch in diesem Jahr weiter vorlesen daraus. Also natürlich auch heute am Neujahrstag. Ich bin im 19. Kapitel angekommen. Dort erwarten uns einige, ja auch, glaube ich, interessante Fragestellungen, zu denen Jesus sich äußert. Nachdem Jesus das gesagt hatte, verließ er Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa, östlich des Jordan. Eine große Menschenmenge folgte ihm und er heilte ihre Kranken. Da kamen einige Pharisäer zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Sie fragten ihn: Darf sich ein Mann von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen? Jesus antwortete: Lest ihr denn die Heilige Schrift nicht? Da heißt es doch, dass Gott am Anfang Mann und Frau schuf und sagte: Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Doch weshalb, fragten sie weiter, hat Mose dann vorgeschrieben, dass der Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde gibt, wenn er sich von ihr trennt? Jesus antwortete: Mose erlaubte es, weil er euer hartes Herz kannte. Ursprünglich ist es aber anders gewesen. Ich sage euch, jeder, der sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, bricht die Ehe. Es sei denn, seine Frau hat ihn betrogen. Da meinten seine Jünger: Wenn das mit der Ehe so ist, dann heiratet man besser gar nicht. Jesus antwortete: Nicht jeder kann begreifen, was ich jetzt sage, sondern nur die, denen Gott das Verständnis dafür gibt. Manche sind von Geburt an zeugungsunfähig, andere werden es durch menschlichen Eingriff. Und es gibt Menschen, die verzichten auf die Ehe, um Gott besser dienen zu können. Wer es versteht, der richte sich danach. Eine klassische Stelle, um die Ehelosigkeit zum Beispiel von Priestern oder Mönchen und Nonnen zu begründen. Dazu will ich mich jetzt ja aber auch nicht weiter äußern. Das ist ja eine andere Konfession, die katholische Konfession, die sich damit beschäftigt, vor allem diesem Thema. Interessanter finde ich, was Jesus hier generell zum Thema Ehe sagt. Dass Gott zwei Menschen so zusammenfügt, dass sie quasi eins sind. Das ist schon ein spannender Gedanke. Und ich glaube, im Idealfall sehen wir das ja auch so. Wir sind, wenn wir verheiratet sind oder verbunden sind mit einem anderen Menschen, dann sind wir quasi wie eine Einheit. Und das kann man nicht einfach mehr so auseinanderreißen. Natürlich geht das, ja, aber es bringt sehr viel Schmerz mit sich. Manchmal ist es leider der bessere Weg, das gesteht Jesus ja auch zu, indem er sagt: Ja, Mose hat es euch um eures Herzens Härten willen auch so erlaubt. Ja, soweit zu diesem Abschnitt und gleich geht's weiter. Eines Tages brachte man Kinder zu Jesus, damit er sie segnete und für sie betete. Aber die Jünger wollten sie wegschicken. Doch Jesus sagte: Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Danach zog er weiter. Dass Kinder eine besondere Bedeutung für Jesus gehabt haben, das hatten wir ja gestern, glaube ich schon. War es gestern? Ja, genau. Und jetzt gleich nochmal. Lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück. Für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Ganz interessant. Da für diese Menschen, für Kinder und die, die ihnen ähnlich sind, ist Gottes neue Welt eigentlich gemacht. Gehöre ich selber auch dazu? Habe ich noch etwas Kindliches in mir, an mir? Oder habe ich das alles von mir weggeschoben? Das ist ein bisschen die Frage, die da so mitschwingt.
Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Vielleicht fühlte er sich davon angesprochen, was Jesus vorher gesagt hat. Um in Gottes neue Welt zu kommen, was muss man da tun, ja, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote befolgst. Welche denn? Fragte der Mann. Eine verständliche Frage, denn es gibt ja eine ganze Fülle von Geboten im Alten Testament. Und sich an alle gleichzeitig zu halten, ist so gut wie unmöglich. Deswegen die Frage, welche denn? Und Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Eine überschaubare Anzahl von Geboten. Daran habe ich mich immer gehalten. Was muss ich denn noch tun? Wollte der junge Mann wissen. Ein ehrgeiziger und auch ethisch vollkommener junger Mann offensichtlich, dass er sich an all diese Gebote gehalten hat bis jetzt. Und trotzdem hat er offenbar das Gefühl, es reicht irgendwie nicht aus. Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, dann verkauf, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich. Der junge Mann hat begriffen, irgendetwas fehlt ihm noch, aber er hat nicht begriffen, was es genau ist. Und das sagt ihm Jesus: Der Reichtum ist es, der bindet ihn an Dinge, die nicht gut sind. Und deshalb sagt Jesus ihm hier, er soll sich davon lösen. Es ist kein genereller Aufruf von Jesus an alle Menschen, dass sie alles verkaufen sollen und ihr Geld an Arme abgeben. Darum geht es hier nicht. Es ist eine ganz spezielle Aufforderung an diesen Menschen hier, der offensichtlich ein Problem hat, weil er sein Herz zu sehr an das Geld, an den Besitz gehängt hat. Man kann sich höchstens selber fragen, woran hänge ich eigentlich zu sehr mein Herz? Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Eins ist sicher, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes neue Welt zu kommen. Ja, wahrscheinlich, weil er tendenziell dazu neigt, sein Herz an das Geld und den Besitz zu hängen und darauf sich zu verlassen. Eins ist sicher, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes neue Welt zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Es ist natürlich unmöglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchkommt. Klar, aber darum geht es ja auch, um die Absurdität, um die vollkommene Unmöglichkeit aufzuzeigen. Darüber waren die Jünger entsetzt und fragten sich: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist es unmöglich. Aber für Gott ist alles möglich. Das heißt, auch derjenige, der von seinen Voraussetzungen her überhaupt nicht in der Lage sein kann, in Gottes neue Welt zu kommen, kann das, wenn Gott sozusagen sich darum kümmert. Jetzt fragte Petrus: Aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Was bekommen wir dafür? Eine verständliche Frage, die Petrus hier stellt, ja. Sie haben tatsächlich alles aufgegeben und das war sicher auch nicht immer nur einfach. Ohne verlässliche Wohnsitz, ohne etwas, worauf man sozusagen bauen kann, die ganze Zeit zu leben, kaum vorstellbar. In der damaligen Zeit und in unserer Zeit erst recht nicht. Jesus antwortete: Das sollt ihr wissen, die ihr mit mir geht. Wenn der Menschensohn auf dem Thron der Herrlichkeit sitzen und über Gottes neue Welt herrschen wird, werdet ihr ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Frau, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles 100-fach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind,
werden dort zu den Ersten gehören. Spannende Worte. Man könnte noch so viel zu sagen. Sie merken es ja schon, du merkst es schon. Immer wieder habe ich so das Gefühl, oh, ich muss noch was zu sagen. Aber ich lasse es jetzt mal sein. Vielleicht einfach selber nochmal die Worte sacken lassen. Vielleicht selber nochmal nachlesen bei Matthäus im 9. 10. Kapitel. Sich fragen, was sagt mir das eigentlich? Ja, soweit für heute. Und damit beende ich es dann. Und jetzt gibt es nochmal Helga Richter mit Musik, eine Pastorale. Viel Spaß dabei und bis morgen. Tschüss.